So, weiter geht's heute mit dem Qualifying aus Kanada. Auf geht's. So, da sind wir. Heute müssen wir leider mit dem Nass-Setup das Ding angehen. Weil es wieder mal der Regen im Rennen ein bisschen ja, kaputt macht. Die Idee. Aber wir fahren mal raus auf die Strecke. Und schauen mal, was wir kriegen. Okay, let's go. Na blöd, dass es morgen regnet. So, ich versuche gerade ein bisschen auf Ich dachte mir, kein Problem. Du kannst erst ein bisschen runterbringen, aber gut. So, fangen wir mal ran. Heute können wir ja so viel Reifen blasen, wie wir wollen. Im Regen wird es ja eh egal sein morgen. Weil wir ja eh mit Regen-Setup fahren. So weit so mit Regenreifen starten und so ist es richtig so. Das habe ich auch, was ich wollte. Lando Norris ist Bestzeit. Kontakt. Knapp dran. Na, 10-8 Bottas. Klar, die waren wahrscheinlich alle, die trockene Variante mit ein bisschen mehr Power. So. Fahrer vor mir. Oh
Germans just ahead push for the position. Their best lap time is a 1 minute 11.6. Mit ein bisschen Glück kriege ich Albon zumindest noch kassiert. Mit der Runde. Na, bis zu 40 werden. Wieder auf P2 hinter Valtteri Bottas. So. Versuche nochmal eine Runde zu setzen und später mit dem neuen Satzreifen. Aber zumindest mal vorne. Mit vorne mit dabei. We have two laps of fuel remaining. So, brechen wir die Runde ab, fahren in die Box und dann haben wir jetzt ein paar Minuten Pause, bis es dann im zweiten, den zweiten Schwung gibt. So. Okay, ich werde gleich wiederkommen. Ich muss kurz noch was nebenbei machen. So far, our fastest lap is a 1:11.2. We're 21st in the speed trap, 322.0 kilometers per hour. It's pretty quiet out on track. We should consider getting out there.
If you want to know specific information or make certain changes to the car during a pit stop, you can tell me what you want over the radio. Press and hold the radio button to activate the system, and you can either speak the command or select it manually from the radio screen that will appear on the multifunction display. While the radio is active, cycle through command groups with the MFD button. Okay, remember that the way the car handles is all about weight transfer. When you brake, the center of mass moves forward. When you accelerate, it moves rearward. And when you turn, it is pushed to the outside of the car. More load on each tire equals more grip. So make sure you're smooth with the controls to prevent the weight transfer from becoming too violent. So, da sind wir wieder zurück. Mit dem Training, beziehungsweise mit dem Qualifikationstraining. Gucken wir, was wir gerade haben. So, dann fahren wir mal auf Game Mode fliegende Runde. Die letzten 5 Minuten. So, 700 müssten wir aufholen, um zumindest unsere erste Pole der Karriere-Saison zu holen. Besser der erste Sektor zumindest. Und das hat es jetzt richtig nach hinten geworfen. Diese Aktion, es wird definitiv nicht die erste Reihe. Ich vermute, wenn wir das für Glück haben, sollen wir mal nach Leclerc vorbeikommen. P2, du findest das Thema. Wird nicht die erste Reihe werden, haben wir aber richtig weggeworfen und zwar in der Haarnadel. So, mal gucken, was wir noch irgendwie gerettet bekommen. Die Haarnadel war natürlich wieder nicht perfekt, das wird eine Hundertstel. Leider nicht. Eine Hundertstel immer noch der Rückstand. Wenn wir Glück haben, kriegen wir nochmal einen. Aber kriegen wir nicht wahrscheinlich. Da müssen wir jetzt richtig Gas geben, dass wir versuchen nochmal. Die Box zu gehen, Reifen zu wechseln, nochmal raus. Mit 2 Minuten, das wird nicht machbar werden. Das wird wahrscheinlich nicht die Pole werden.
Aber ein überraschend guter zweiter Platz momentan. Neunter Reifen könnten wir es versuchen. Ja, das wird aber nicht machbar sein. Eine Minute 30, das kriegen wir nicht hin. Ist ja in der Garage, sind das Auto Reifen gewechselt. Normalerweise müsst ihr relativ schnell die Reifen, nicht mal in die Garage. Mit ein bisschen Glück wird es tatsächlich da irgendwo drauf. Vielleicht retten wir mal den zweiten Platz. Ne, das leider nicht mehr. So far our fastest lap is a 1 minute 10.5. Was wird am Ende rauskommen? Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Hamilton, Leclerc und Richards. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Ja, dritter Platz, also nach diesem Rennen in Kanada. Da bin ich mal gespannt auf jeden Fall. Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Okay. Was würden Sie sagen, wer ist zurzeit Ihr größter Rivale? Mein größter Rivale? Chemie. Es muss eine Erleichterung sein, so weit vorne zu starten. So. Klasse, das war dann alles. Jo, ist tatsächlich der dritte Platz geworden. Aber naja, mal schauen. Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Ja, schauen wir mal, wie es dann wird. Wir sehen uns dann wieder zum regnenden Rennen in Kanada. Morgen um 14 Uhr. Bis dann. Tschüss.